Hier in der Zwickauer Lessingstraße befinden sich im heute denkmalgeschützten Museumsgebäude die Kunstsammlung in Zwickau und das Max-Pechstein-Museum. Zwischen 1912 und 1914 wurde das Gebäude vom Zittauer Architekten Richard Schiffner als König-Albert-Museum mit einem repräsentativen und sehr beeindruckenden Kuppelsaal errichtet. Das Museum gibt Einblick in die kunstgeschichtlichen Epochen von Spätgotik über Klassizismus und Romantik bis hin zum deutschen Impressionismus und Expressionismus. Als besonderer Sammlungsschwerpunkt gilt das Schaffen des gebürtigen Zwickauers und Brücke-Künstlers Max Pechstein. Ihm ist ein eigener Ausstellungssaal gewidmet. Für Zwickau ist es ein großes Glück, dass Max Pechstein auf der Bahnhofstraße hier in unserer Stadt 1881 geboren wurde. Max Pechstein zählt ja mit zu den bedeutendsten deutschen Expressionisten und für unsere Kunstsammlung ist es natürlich besonders wichtig, dass wir sein Werk und sein Schaffen hier präsentieren können. Pechstein wollte von Anfang an Künstler werden, er kam aber doch aus einfacheren Verhältnissen. Sein Vater war in der Textilfabrik tätig, die Mutter hat als Büglerin den Lebensunterhalt beigetragen und ja, Pechstein musste dann natürlich erst einmal Dekorationsmaler lernen. Er konnte nicht gleich Kunst studieren. Da hat er hier eine Lehre absolviert, aber dann zog es ihn nach Dresden, in die Kunststadt. Dort konnte man Kunst sehen, dort konnte man lernen, das war ein Zitat von ihm. Und er hat zunächst an der Kunstgewerbeschule studiert, wirklich das Gebrauchshandwerk, hat sich auch immer den Lebensunterhalt als Student schon verdient mit kunstgewerblichen Arbeiten. Und dann wurde er von seinem Professor entdeckt, weil er so talentiert war und kam endlich an die Kunstakademie in Dresden. In Dresden lernte er dann 1906 die ein Jahr zuvor gegründete Künstlergruppe Die Brücke kennen und wurde deren aktivstes Mitglied. Pechstein hat dann auch ein Stipendium erhalten, erst zunächst nach Rom, mit dem Restgeld ging er nach Paris, dort war die Avantgarde auch zu sehen, der französische Expressionismus, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, die hat er dort im Original sehen können, die Werke. Und dann ist er zurückgegangen, gleich nach Berlin. Später kamen die Brücke-Freunde hinterher, ging gar nicht mehr zurück nach Dresden. Und er wurde dann um 1909 einer der wichtigsten Brücke-Künstler. Pechstein zog es aber immer, wie auch seine Brücke-Freunde, nicht nur in die Großstadt. Dort hat man natürlich ein Netzwerk gebraucht, dort fand man die Galerien, die Museen. Aber in den Sommerferien ging es immer in die Natur. Kunst und Leben miteinander zu verbinden, Natur, die Einheit, die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, das hat sein Schaffen getrieben. Und so ist Pechstein immer an die Nord- oder Ostsee gereist, auf die Kurische Meeren, nach Italien. Und die größte Reise war wahrscheinlich 1914 die Reise auf die Palau-Inseln in die Südsee. Die Südseereise war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Er wollte eigentlich auch 2 Jahre dort verbringen und dort wirklich auf der Insel der Seligen ungestört arbeiten und leben. Leider brach dann der Erste Weltkrieg aus und so wurde der Aufenthalt auf nur wenige Monate verkürzt. Er kam dann in japanische Kriegsgefangenschaft. Über abenteuerliche Reise ist er dann über die USA wieder zurückgekehrt und fand sich dann plötzlich gleich in der Zwickauer Kaserne wieder. Und danach kam er an die Westfront, also von dem Paradies gleich in den Krieg. Das war für ihn wirklich ein großer Schock und er konnte auch gar nicht die Erlebnisse, die Eindrücke seiner Reise sofort verarbeiten, sondern erst 1917. Und da gibt es sehr, sehr viele Bilder aus diesem Jahr, die das Thema Südsee haben oder auch die vielen Stillleben, die entstanden sind. Wir haben einige bei uns in der Sammlung, Südseebilder, aber auch Stillleben, die so die Sehnsucht nach dem Exotischen, exotische Pflanzen sind da zu sehen oder auch Masken aus fernen Ländern. Das spielte für Pechstein eine große Rolle für seine gesamten späteren Schaffensjahre. 1925 kam hierher ins Museum ein erster hauptamtlicher Museumsdirektor und seine erste Amtshandlung war eigentlich eine Max-Pechstein-Ausstellung zu organisieren, auch mit diesen Werken, die in dieser Zeit entstanden sind. Und so aus dieser Zeit stammen noch einige Arbeiten auf Papier und auch ein Gemälde, das glücklicherweise
die Beschlagnahmungsaktion der Nationalsozialisten 1937 überlebt haben. Sie wissen ja, viele Museen wurden der Moderne beraubt. Und wir haben daran eigentlich erst nach der Wende anknüpfen können, um unsere Lücken wieder in der Sammlung zu schließen. Nach 1945 versuchte man dann natürlich an diese goldenen 20er Jahre, auch wo viel für die Moderne getan wurde, anzuknüpfen. Und es gab hier schon in Zwickau viele Bürger, die sich dann wieder auf Pechstein besannen. Und Pechstein wurde eingeladen, er bekam 1947 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Zwickau. Es gab die erste große Pechstein-Ausstellung auch nach dem Krieg schon hier im Museum, dann wieder 1947. Und das Schöne ist, es wurde auch im Sinne Pechsteins ein Max-Pechstein-Kunstpreis initiiert, der bis heute vergeben wurde. Es gab mal eine Zwangspause in den 60er, 70er Jahren, aber bis heute wird ein Förderpreis für junge Künstler vergeben und ein Ehrenpreis für ein Gesamtschaffen eines älteren Künstlers. Mein Name ist Sebastian Speckmann. Ich komme aus Leipzig, geboren in Wolfen in Sachsen-Anhalt, und ich habe in Leipzig studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Professor Nio Rauch und Heribert Ottersbach. Habe da 2009 meinen Meisterschüler gemacht und mein Diplom gemacht 2009 und 2011 meinen Meisterschüler und bin jetzt seitdem freischaffend tätig und wurde jetzt für den Preis hier vorgeschlagen. Es geht vielleicht darum, einen Teil von der Geschichte zu erzählen. Also auf dieser großen Tapete hier im Hintergrund werden kleinere Arbeiten platziert, die Andeutung haben von Filmstills, kleine Rahmenhandlungen, die hier noch angebracht werden und im Betrachterverlauf dann eine eigene Geschichte bilden können zum Beispiel. Und da ist jetzt die Tapete sozusagen vielleicht der Ort, wo es geschehen könnte, und die kleinen Arbeiten, die jetzt noch drankommen, bilden dann so einzelne Szenerien ab. Und es sind eher so Andeutungen von Geschichten, Möglichkeiten. Der Betrachter kann sich schon recht viel selbst beidenken. Genau. Das Spannende und Schöne ist, dass es wirklich ein Förderpreis ist für junge Künstler. Die Altersgrenze ist 35 Jahre und alles andere ist frei. Also die Medien, die künstlerischen Techniken, die Themen, das ist alles frei. Wir haben uns da auch ein bisschen an Max Pechstein erinnert, der als junger Künstler nicht öffentlich gefördert wurde und da auch immer ein bisschen Groll hatte auf seine Heimatstadt Zwickau. Er war Student und mittellos und hat auch mal ein Stipendium beantragt, was er nicht bekommen hat. Und da hatten wir uns erinnert, der Pechstein-Preis wird ja seit 1947 vergeben. Damals war Max Pechstein noch dabei und wir haben uns dann wieder erinnert, er hatte ja verschiedene Modifikationen dann erfahren, wurde auch mal ganz eingestellt in den 60er, 70er Jahren. Und nach der Wende hatten wir uns dann überlegt, diese erste Idee von Pechstein, wirklich junge Künstler zu fördern, wieder aufgegriffen. Und dann ist es auch sinnvoll, die sozusagen nicht wieder im Bild zusammenlaufen zu lassen. Ich heiße Luise Schröder, ich lebe zurzeit in Leipzig, komme ursprünglich aus Potsdam, bin Künstlerin und bin hier beim Max-Pechstein-Förderpreis in Zwickau eingeladen. Studiert habe ich in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, und zwar künstlerische Fotografie. Später im Hauptstudium habe ich mich dann dazu entschlossen, nochmal Medienkunst dazu zu nehmen. Das heißt, ich habe dann parallel studiert in der Klasse von Günter Seelicher, Klasse für Mass Media Research und Kunst im öffentlichen medialen Raum. Da gibt es einen sehr starken gesellschaftlichen Bezug, der auch für meine Arbeit eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Arbeit, die hier zu sehen ist im Rahmen des Max-Pechstein-Förderpreises, heißt die Historische Front. Und es geht um die Auseinandersetzung mit einer Statue, einer Soldatenstatue, die von Vinzenz Markowski erschaffen wurde, und zwar in den 50er Jahren. Die Statue trägt den Titel Sieg der Roten Armee über den Faschismus. Und sie ist 1955 aufgestellt worden in Brünn, anlässlich der Befreiung Brünnows vom Hitlerfaschismus. Und ich wurde beauftragt vom Kunstmuseum in Brünn, eine Arbeit im Rahmen einer Austauschausstellung, eine Arbeit zu machen, die sich mit Brünnow beschäftigt. Und ich bin durch die Stadt gegangen und habe mich mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt und geguckt, was es so gibt. Und bin auf einen leeren Sockel gestoßen, der mir jetzt interessant erschien, weil das ganze Areal, was sich um diesen Sockel befand, einer archäologischen Grabungsstätte glich. Habe mich damit beschäftigt, habe geguckt, wo findet sich denn diese Statue, die da mal stand, und bin hier auf die Spur gekommen und habe sie in der Nähe von Prag gefunden, wo sie gerade restauriert wurde zu dem damaligen Zeitpunkt. Habe sie dort gefilmt, in der Werkstatt,
Und später ist sie dann von Prag wieder zurückgebracht worden nach Brno, verteut auf einem LKW. Und ich habe ihre eigene Reise quasi gefilmt, indem ich ihr auch eine Kamera an den Kopf installiert habe. Und habe dann mich auch nochmal mit dieser Baustelle auseinandergesetzt, wo es darum eher geht, um einen Abgleich zu finden zwischen, was ist Geschichte, wie wird Geschichte hergestellt, wer konstruiert Geschichte, in welchem Zusammenhang steht die Gegenwart zur Geschichte, das heißt, aus welcher Perspektive gucken wir heute auf Geschichte und benutzen Geschichte auch für unsere eigene Erklärung der Gegenwart. Und war auf dieser Baustelle zugegen, habe mit Archivbildern gearbeitet, die Vorlagen sind, auch für meine Fotogravüren, die ich dazu angefertigt habe. Das heißt, ich habe versucht, diese Archivfotografien als Ausgangspunkt zu benutzen, um diese Standpunkte, in denen damals 1955 die Baustelle dokumentiert wurde, heute wiederzufinden und zu gucken, ob sich diese Situationen ähneln, und das tun sie tatsächlich auch. Und so versuchen, oder mein Versuch sozusagen, Geschichte in einer bestimmten Form oder die Konstruktion auch von Geschichte, der Umgang mit Geschichte, sichtbar zu machen, zu transformieren und auch in eine ästhetische Form zu bringen, in einem bestimmten Aspekt, die heute uns wieder vielleicht möglicherweise etwas darüber erzählen kann, wie wir heute mit Geschichte letztlich auch umgehen. Wir haben bei dem Max-Pechstein-Förderpreis ja eine Satzung, und die besagt, dass Experten der zeitgenössischen Kunstszene deutschlandweit schauen und uns einen Vorschlag machen. Und in diesem Jahr haben wir 5 Kuratoren aus Museen, Kunstvereinen, zum Beispiel aus der Villa Massimo in Florenz gefragt, oder das Sprengelmuseum Hannover, den Kunstverein in Frankfurt am Main, ACC in Weimar und das Bildermuseum in Leipzig. Und dann sind uns 5 spannende künstlerische Positionen genannt worden, auch von Künstlern aus Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin und Köln. Und die präsentieren nun hier ihre Werke. Mein Name ist Arne Schmidt und ich bin hier nominiert für den Max-Pechstein-Förderpreis und mit dem Aufbau fertig. Ja, also ich habe 6 Jahre in Leipzig studiert, Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, und war dann auch ein Jahr in Brüssel, Master gemacht und war dann kurz in einem Stipendium und lebe jetzt seit Januar in Köln, wo auch mal die Arbeit, die ich hier zeige, stattfindet oder verortet ist. Also ich zeige hier eine Konstellation aus 3 Arbeiten hauptsächlich. Das ist, was Sie hinter mir sehen, die heißt Das Gedächtnis der Stadt und ist eine Serie von 8 Fotografien, die an dem Ort fotografiert wurden, wo das Stadtarchiv Kölns eingestürzt ist 2009 und wo jetzt quasi eine riesige Baustelle klafft. Die Arbeit hinter Ihnen ist ein Video, das heißt Deutscher Städtetag, und beschäftigt sich mit dem Sitz dieser Institution. Und die 3. Arbeit, die erst am Dienstag ankommt, ist der Katalog, und da geht es um die Kölner Stadtmauer. Ja, also Deutscher Städtetag ist erstmal eine Institution, die die Interessen der deutschen Großstädte gegenüber der Regierung oder Landesregierung vertritt. Und die haben natürlich einen sehr emblematischen Namen, also die behaupten quasi, das Schicksal der deutschen Städte so zu entscheiden. Und deswegen bin ich auf die gestoßen, also anhand des Schildes auf dem Gebäude einfach, und habe die Geschichte der Institution und seines Sitzes verfolgt. Und die ist ganz interessant, weil die in den 70er Jahren Neubau in Marienburg, in einem Villenviertel Kölns, sich gebaut haben, ein sehr brutaler Betonbau, der allerdings jetzt, den ich schon nicht mehr sehen konnte, der wurde abgerissen, und sind jetzt in so einen altehrwürdigen Gründerzeitbau in der Altstadt gezogen. Und diese beiden Orte verbindet das Video praktisch. Also es gibt immer so 20 Sekunden Schnipsel, die Ausschnitte aus dem Umfeld dieser beiden Orte zeigen und die insgesamt von Morgendämmerung bis Abenddämmerung gefilmt sind und deswegen nochmal so den Tag einer deutschen Stadt nacherzählen. Der Max-Pechstein-Förderpreis 2013 ging an Luise Schröder aus Leipzig. Der 28-jährige Kölner Arne Schmidt erhielt ein Stipendium.